Ich bin auch rot und hab auch einen Bart. Ich bin der Weihnachtsmann. Wenn mein Weihnachtsmann so aussehen würde. Und wahrscheinlich nach Kloake stinken würde. Schild. Ja, sogar der Holzboden ist rutschig hier. Lesen, ich will lesen. Ich kann nicht lesen. Herzlich willkommen auf der Schlitterbahn. Drücke den Analogstick nach vorne, um zu beschleunigen und nach hinten, um zu bremsen. Ja, das hier ist auch eine Rutsche, die zweite Rutsche im Spiel. Yay, wir rutschen mal so runter. Das ist auch cool, nur die coolen Kinder rutschen so runter. So. Ja, die Rutsche ist ein klein wenig schwerer als die erste, weil man hier tatsächlich aktiv runterfallen kann. Hier gibt es ein Geheimnis, wir können hier durch und sind in einer geheimen Welt, in einer Paralleldimension. Die Digi-Welt. Und das war der Ausflug in die Digi-Welt. Jetzt sind wir wieder in der echten. Ja, hier gibt es nichts anderes als ein Leben. Und wir kommen hier runter und hier ist auch das normale, reguläre Ziel. Ich bin diesen Weg gegangen, weil wir tatsächlich nochmal auf die Rutsche müssen und da dürfen wir nicht diesen Weg nehmen. Deshalb, den werden wir also auch noch sehen, keine Sorge. Und wir halten einen Stern. Dafür, dass wir eine Rutsche runter... Oh, im Ernst. Wenn ich jeden belohnen würde, der einfach nur eine Rutsche runterschlittern würde oder so eine große, so eine Schneepiste oder sowas, dann wäre jeder Skifahrer Millionär, oder? Aber gut. Ja, das ist ein Spiel und ich bin der Held, ich weiß. Wir gehen nochmal rein. Ich mag die Eiswelt. Oh, die Eiswelt. Besonders die hier, das ist die Eiswelt, die ich mag. Finde das Pinguin-Baby. Oh Mann, ist das schwer versteckt. Ja. Finde mir das Pinguin-Baby. Ich finde das Pinguin-Baby. Weil ich... nicht in den Schottstein. Ich habe ein Pinguin-Baby gefunden. Nicht runterfallen. Komm her. Komm her. Und es weint dann. Ja. Rutschen wir hier runter. Rutschen macht Spaß. Ich hab einen blauen Schalter gesehen. Hallo, Schneemannkopf. Hallo, Anauer. Ich dachte, ich könnte vorbeischrollen. Lass mich in Ruhe, ist mein Baby. Ich hab's zuerst gefunden. Spring, danke. Dort ist eine Münze. Und wir sehen, da unten ist noch ein Pinguin-Baby. Und weil ich cool bin, dass ich's... einfach mal dazu. So. Also ich liebe die Eis halt auch besonders, weil tatsächlich dieses Eis-Theme eingehalten wird. Also, wir können hier den hier machen und... Huch. Wir stecken fest. Oh, ich liebe das. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Baby noch da ist. Schau's mal, sonst muss ich wieder hoch. Bist du das Richtige? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich darf, glaube ich, nicht aus dem Screen fallen lassen. Aber nein, nicht jeden wegrennen. Ja, ich zeig's kurz. Die liebe Mami hier. Hey, Kleiner. Hast du mein Baby gesehen? Es ist das schönste und süßeste Baby auf der ganzen Welt. Vor kurzem war es noch bei mir, aber ich habe keine Ahnung, wohin sie verdrückt hat. Es ist einfach mal so einen kompletten Berg raufgeklettert. Wenn ich doch nur wüsste, wo ich jetzt mit der Suche besinnen soll, genau. Oh, was für eine furchtbare Tragödie, ja, Rabenmutter. Ja, sie dreht sich um, das Kind ist auf den Berg geklettert. Ja, wir haben zwei Babys in der Welt. Das eine, das nähere, ist tatsächlich das falsche. Ich glaube, das hier ist das falsche. Hier, such mal damit. Was soll ich mit diesem Frühchen, das scheiß Assi-Kind? Das ist nicht mein Baby. Mein Baby hat eine weiche und zarte Stimme. Und es sieht mir natürlich ähnlich.
Ich mach Werbung für Linux. Ich geb's dir trotzdem. Ja, also hier, hast du ein Kind. Ah, scheiß Kind, nimm das Ding weg. Ja, wir müssen wieder hinauf. Gondel fahren. Hey, Bobby. Hallo, ich mach die Kanone zum Abschluss bereit. Hätte ich nicht gedacht. Ja, und wir haben eine Kanone geöffnet. Und da hinten ist noch eine Kanone. Bist du bereit? Dann rein mit dir in die Kanone. Schieße, sie sind gefeuert. Achtung, starke Böen. Aber man könnte eine aufregende Reise werden. Ja, hier gibt es Windböen. Ich weiß leider nur nicht mehr wo. Das ist das Problem an der Sache. War es tatsächlich hier? Moment. Irgendwo hier? Nein, nicht hier. In dieser Grube gibt es tatsächlich Windböen und die können einen hoch transportieren. Das werden wir später hinaus, wenn wir das noch einsetzen müssen. Also nicht in der Welt. Ich finde das Pinguin-Baby. Aber ich liebe auch Windböen. Also prinzipiell, ich finde, wie viele Elemente man in Mario reingepackt hat. Von hätte man woanders der 20 Spiele herstellen können. Aber nein, man hat alles in Mario reingepackt. Komm her, Kleiner. Oder Kleines. Ich weiß nicht, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Du bist ein Baby. Das ist egal. Los, wir rutschen. Dieses Mal schaffen wir es einem Schneemann vorbei. Ich liebe das hier einfach komplett den Berg runter zu rutschen. Ja, ich liebe auch die Rutschelemente in diesem Spiel. Ich könnte es natürlich jetzt einfach runterstürzen und im Schnee stecken bleiben, aber ich habe Angst, dass das Baby dann über die Klippe rennt, weil das Baby rennt immer vor einem weg und es ist total suizidgefährdet. Also wenn es eine Klippe sieht, springt es runter. Nein. Nein. Verdammt. Ich hab nicht aufgepasst. Babysitten extrem. Versuchen wir es ein drittes Mal. Kann ja nicht schaden. Ach komm. Komm her, du Mistkrücke. Nein, ich mag das Baby. Das Baby ist toll. Pinguin Baby war eine meiner Lieblingsmissionen in Mario. So. Wenn wir diesmal cool sind, stürzen wir uns hier einfach runter. Und das war knapp zwischen Stein und Schneeball. Also, das hätte weh getan. Komm her. Moment, ist so ewig langsam mit dem Kind. Man kann auch die Windböe hier nicht ausnutzen, weil... Also, wenn ich sie finden würde, meine ich... Weil das Kind so eine Tonne wiegt und so. Und damit stärker ist das der Luftzug und stirbt einfach. Los, lauf zur Mami! Hallo! Baby! Baby! Ich habe es auf einer spektakulären Mission gefunden. Das ist doch... Mensch, Mario, woher kennst du meinen Namen? Du hast mein Baby gefunden. Wie kann ich dir dafür danken? Verrat mir, woher du meinen Namen kennst. Oh, ich weiß, ich fand neulich diesen Stern hier. Nimm ihn als Zeichen meiner ewigen Dankbarkeit. Ewig, sie hält ewig an. Hey, wer bist du? Passiert euch das auch manchmal, Menschen auf der Straße, denen du einen kleinen Gefallen gibst, geben dir einfach mal so irgendeine magische Kugel oder einen magischen Stern oder so, was du unglaublich gut gebrauchen kannst für die Rettung der Welt. Ja. Die sie selbst irgendwo auf der Straße auch gefunden haben. Oder sie hält es für absolut nutzlos. In dem Fall ist es eigentlich eine Beleidigung, dass sie jetzt das Ding gibt. Hier, ich habe ein bisschen Müll auf der Straße gefunden. Vielleicht kannst du ja was damit anfangen. Dafür, dass du mein Kind gerettet hast. Okay, ach ja, übrigens, ich speichere mit Save States. Das heißt, wir werden wahrscheinlich hier mit 8 Leben anfangen, weil irgendwie hat mein Emulator, ich speichere deine Spielstände nach dem Ausmachen deines Computers nicht. Deshalb einfach mal kurz ein Save-Set setzen. Mal gucken und ausprobieren.
Gut. Das funktioniert. Insofern werden wir uns dann das nächste Mal wieder hier sehen. Mein Name ist Gortolk, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns demnächst. Ciao, ciao.